Ich bin hier im neuen Schlaraffenland, Teil keine Ahnung wie viel, bei Balzen bin ich. Und so schaut der Laden aus. Hier gibt es mega viel. Manchmal sogar ohne Verpackung. Böse Kathi, böse, böse, böse Kathi. Die Minis? Ich glaube, sind erst hier vorne. Genau, das ist das Ding. Ich kann ja mal unseren Coop filmen. Wir sind zu dritt. Rechts ist meins. Rechts ist seins. Genau. Meins und Häschens. Eigentlich nicht, aber hier ist schon mal eine offenes mit Keksen. Ah, okay. Das. Da sind nur Kekse drin. Ach, hier ist auch Bruchwache erklärt. Ja, das Bruchwache ist Fahrtbitter. Warte mal, ist das das, was wir da haben? Black and White? Tina wollte mit so einer Milchcreme-Füllung haben. Ja, weil bei dir ist einmal schwarz-weiß. Die hier wolltest du haben. Nee, sie möchte die hier, glaube ich, haben. Die möchte Tina, glaube ich. Weil das sind die normalen Pickups mit dem Weißen drin. Aber sie will doch einen Karton haben, wo nur das drin ist und nichts anderes. Ach, das gemischt hier, ne? Ja. Okay. Ja, die habe ich schon mal gegessen. Das ist gewöhnungsbedürftig. Ach, guck mal, kleine Autos. Das ist ja niedlich. Und Superhelden. Es gibt bei Balzen nicht nur Kekse, sondern auch Chips und Co. Knicknacks, jede Menge Knicknacks. Und noch mehr Knapperzeug. Und vor allen Dingen, wo waren die denn? Ach hier, genau. In einer 1-Kilo-Tüte gesalzene Erdnüsse. Das ist total krass. Hier habe ich irgendwo auch noch Knickknacks gesehen gehabt. Ach genau, hier. Das ist so übertrieben. 800 Gramm Knickknacks. Freaky. Aber nicht nur Big Portionen, es gibt auch natürlich kleinere,
kleinere Sachen zu kaufen. Hier mit 30 Gramm zum Beispiel gibt es auch in verschiedenen Sachen und natürlich auch bei den Knickknacks in kleineren Portionstütchen. Hier sind 125 Gramm drin und irgendwo hatte ich was gesehen, da ist es sogar noch kleiner. So im To-Go. Oh, was ist das denn? Oh, die kenne ich ja irgendwo her. Die haben mir nicht geschmeckt. Und die auch nicht so. Nee, Quatsch. Die hier haben mir nicht so geschmeckt. Hier meine ich, hier so in ganz kleineren Sachen. Es gibt auch Tee, Popcorn und Marzipan und sogar im Lindbereich, aber das später. Crunchtaler. Ich mag so Dinge, die einzeln verpackt sind, dann ist man nicht immer gezwungen, gleich alles mit einmal zu essen. Ich finde das voll toll. Kuchen gibt es ja auch en masse. Marmor, Haselnuss, Schoko, Zitrone, Schokochips. Eierlikör. Hier noch irgendwelche Zuckerstangen. Ein Karton. Das ist doch genau der richtige Einkauf. Jelly Beans. Da war mein verrückten Kumpel an, das hat er sich schon einen Karton geholt. Weil so sieht mittlerweile unser Einkaufskorb aus und wir wissen nicht mehr, wem was gehört, schon fast zumindest. Gut, ich packe mal noch den Kuchen ein. Bonbons, yeah.